Ja, und in Bezug auf Erfahrungsberichte aus Zeiten vor und nach der Wende kann mein heutiger Gast auch einiges beisteuern, allerdings eher was Bühne, Kultur und Kabarett betrifft, wobei die meisten ihn natürlich aus dem Fernsehen kennen, Thorsten Wolff. Krokodil, Elefant oder auch Flusspferd. Thorsten Wolff hat vor großen Tieren keine Angst. Darf er auch nicht haben, denn seit 2006 spielt er den Tierpfleger Conny in der ARD-Serie Tierärztin Dr. Mertens. Die Liebe zu Tieren ist angeboren, genau wie sein Talent zum Schauspielern. Bis er das entdeckt, hat der gebürtige Leipziger erstmal Sanitärinstallateur gelernt. Im ehemaligen VEB-Bau- und Montagekombinat Süd stößt er zum Amateurkabarett. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Willi, du wirst Klöman, geschissen wird immer. Bis zur Wende bleibt die Bühne sein Hobby. 1990 wird die Sache mit den geplanten Lachern ernst. Zusammen mit seinem Bruder gründet Thorsten Wolff das Kabarett Funzel und wird jüngster Theaterdirektor Deutschlands. Wolff plant, managt und steht selbst regelmäßig auf der Bühne oder auch anderswo. Mensch, Klöman, Willi, was machst du denn hier? Mensch, da müsst ihr in 20 Minuten auf der Bühne sein. Oh, hat er sich aufgeregt, der Intendant, und sich noch nicht mal richtig verabschiedet? Ne, der hat so viel im Kopf. Ja, aber ich weiß, ich bin jetzt ja gleich fertig und dann sehen wir uns ja auf der Bühne, aber ich muss das hier noch machen, das ist ja mein Job. So. Der Schritt von der Bühne vor die Kamera ist nicht mehr ganz so groß. In unterschiedlichen Rollen ist der heute 55-Jährige bisher zu sehen gewesen. Hallo, liebe Pizza-Freunde, ich bin's wieder. Sie haben gewiss vergessen zu bestellen, aber das macht doch nichts. Ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Hier ist Ihre Gratis-Pizza von unserem... Lieber kriege ich Hunger, ihr Dämmer. So abweisend sind die Tiere im Leipziger Zoo zum Glück nicht. Pfleger Conny ist beliebt, kompetent und auch wieder in der 7. Staffel dabei. Seit Mai wird gedreht, mit Abstand und auch in anderen Zoos Mitteldeutschlands. Ob es in Halle, Magdeburg und Erfurt auch zu solch herzigen Szenen zwischen dem Chefpfleger und seinen Lieblingen kommt, das bleibt bis zur Ausstrahlung im nächsten Jahr noch ein Geheimnis. Und da ist er, Thorsten Wolff. Grüß dich. Hi. Hallo, freue mich wieder hier zu sein. Wie ist das, so ein Krokodil zu küssen? Wie fühlt sich das an? Ja, fischig. Fischig. Fischig? Ja, ja. Ein Krokodil lebt ja im Wasser, aber ansonsten ist es wie ein Jahr. Man sagt ja, den Kuss des Krokodils war eine tolle Serie, mal mit einem Krokodil zu arbeiten. Ja. Macht ja nicht jeder, aber es war schon spannend. Ihr dreht jetzt wieder seit Mai, längere Corona-Pause auch gehabt, aber die Bedingungen haben sich geändert. Was war jetzt anders nach der Pause? Ja, ne, wir Corona-Bedingungen heißt natürlich mit Abstand drehen. Es wurde natürlich in verschiedenen Zoos gedreht. Wir konnten ja leider nicht im Leipziger Zoo drehen, weil dort noch die Auflagen anders waren wie in den anderen Zoos. Ja, und das Verrückte war natürlich, man durfte nicht küssen in den ganzen Szenen. Und das wurde natürlich gedoubelt mit den echten Partnern. Das war schon mal eine ganz Erfahrung. Jawohl, ja, wir müssen uns irgendwann mal küssen in den Film. Ja. Und demzufolge wurde dann der echte Partner eingeladen zu dem Hauptdarsteller. Er wurde natürlich von hinten gefaked, also wie das Double. Das ist ja interessant. Und hat im Grunde genommen gedoubelt. Und das erste Mal, dass er seinen eigenen Partner küsst, Geld verdient. Ist doch toll. Oh, super. Also werden wir euch gar nicht nur Krokodile und andere Tiere geküsst, sondern auch Menschen. Genau. Das ist ja interessant. Ich habe gehört, ein Regisseur von In aller Freundschaft hat mir erzählt, Mensch, das ist mit diesen Abstandsregelungen gar nicht so einfach, so Dialoge zu drehen. War das bei euch auch? Naja, das macht im Grunde um die Kamera. Man sieht das dann nicht mehr an den Schnitten, dass man so weit auseinandersteht. Aber ja, dafür ist ein guter Schnitt da. Und der Kameramann und der Regisseur achtet natürlich drauf, bestimmte Szenen dann genau so zu stellen, dass es dann einfacher wird für den Schnitt. Aber ist das für die Schauspieler nicht, also für euch nicht ein bisschen schwieriger, wenn man das Gegenüber gar nicht mehr so direkt gegenüber hat? Manchmal? Naja, wir unterhalten uns ja jetzt auch. Wir waren ja nicht 10 Meter auseinander, sondern 1,5 Meter. Und man kann das genauso spielen, wie wir jetzt auch eine Szene spielen könnten. Ja. Und das funktioniert dann schon. Ja. Aber wenn ihr jetzt in mehreren Zoos quasi ausweichsmäßig gedreht habt, wird das der Zuschauer nachher merken? Nein, das wird er nicht merken, weil ja immer im Grunde genommen das der Außenbereich des Leipzigers Zoo eingeblendet wird und dann sind wir in den anderen Zoo. Ja. Das war aber auch schon vor der Serie so. Wir haben ja nicht alles im Zoo gedreht. Es gab verschiedene Drehorte in Leipzig, wo dann Szenen vom Zoo gedreht wurde, die dann in dem Zoo genau zugeschrieben wurde, weil ja Fremdtiere nicht in den Zoo können. Ne? Nee. Und zum Beispiel, wenn die Leute sich jetzt vielleicht wundern, warum wir uns duzen, wir hatten ja vor 2 Jahren, ja, hast du mich mal einen Tag mitgenommen, haben wir uns auch besser kennengelernt, es war super. Da durfte ich nämlich mal zugucken, wie so eine Folge von Tierärztin Dr. Mertens entsteht, zumindest ein Teil davon. Da haben wir
gedreht im Büro der Zoodirektorin. Mhm. Das ist ganz spannend. Das war im Jahre 2018, also vor 2 Jahren. Wir können Ihnen das mal zeigen, liebe Zuschauer. Da habe ich hinten in der Kulisse gestanden. Also ich habe da die Kamera in Hand und filme, wie der Thorsten da ins Büro der Zoodirektorin, gespielt von Dinesh Sude, zitiert wird. Und das war ganz spannend, mal zu erleben, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven da gedreht wird und wie die Schauspieler da agieren, wie der Regisseur da einen Raum weiter sitzt und sagt, super, alles klar, aus, das war's. Und wie lange dreht man eigentlich? Das war jetzt so eine Szene, die dauert, glaube ich, eine Minute oder sowas. Ne? Ja, das war eine sehr emotionale Szene, weil es meine Entlassung war. Mhm. Ich wurde danach wieder eingestellt. Und das bedarf schon dann einer gewissen Probenzeit und Probe mit der Kollegin, wie wir das aufnehmen. Ich habe da fast eine stumme Rolle. Ich spiele ja nur mit dem Gesicht. Mhm. Und das hat ungefähr so eine Stunde gedauert, bis wir dann eins waren, das zu drehen. Ist das normal oder ist das so, dass es manchmal auch schneller geht? Oder? Es geht auch schneller, natürlich. Wir kennen uns ja viele, viele Jahre. Wir drehen ja im Grunde genommen, wenn wir jetzt 2006, bis also 14 Jahre lang drehen wir die THZ Dr. Merten, fast jedes Jahr irgendwie mit der Serie verwandt. Da kennt man sich natürlich, da muss man jetzt nicht alles neu erfinden. Ja. Hast du denn eigentlich als Schauspieler die Möglichkeit zu sagen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, ich fand mich jetzt nicht so gut, kann ich es nochmal probieren? Mach oder gibt es da so einen knallharten Zeitplan? Nein, das machen wir schon, aber es darf natürlich nicht nun 10-mal hintereinander sein. Und da würde der Regisseur natürlich auch was sagen. Wir sind ja vorbereitet auf die Szene, aber man sagt manchmal selbst, ich würde es gerne nochmal machen, habe mich nicht wohl gefühlt. Das geht natürlich. Ja. Damals, als ich ja dabei war, ging das relativ schnell. Das ist auch gut gelungen. Und ich habe Ihnen jetzt mal, liebe Zuschauer, rausgesucht, die Szene, wie sie dann im Jahr darauf, 2019, fertig geschnitten, im Fernsehen gelaufen ist. Die gucken wir uns mal an. Wir hatten uns genau gesehen, was du gesagt hast. Ja. Das war also im Prinzip fast ohne Worte. Das ist ja dann schon auch fast noch schwieriger, als wenn man mal sagen muss. Schwieriger natürlich, weil du ja im Grunde genommen nicht zu viel machen darfst. Ja. Und die Blicke müssen genau sitzen. Aber das hat ganz gut funktioniert. Übrigens war das die Einstellung nach der Entlassung, die genau. Szene. Und da war ja ein ziemlich langer Zeitraum dazwischen. Also zwischen Entstehung der Szene und dann der Ausstrahlung. Ist das normal? Ist das schon, das dauert manchmal bis zum Jahr. Ich hoffe jetzt, dass die 7. Staffel, wir haben die jetzt abgedreht im Juli, dass sie im Frühjahr gesendet wird. Das sind ja nur 6 Folgen erstmal Corona-bedingt. Und ich hoffe, dass natürlich die Einschaltquote wieder richtig hoch ist, dass es vielleicht weitergeht mit der nächsten Staffel. Das ist noch gar nicht sicher, oder? Ja, das entscheidet dann halt die ARD, was es da Neues gibt, ob es weitergedreht wird, inwieweit es weitergedreht wird. Das ist die Entscheidung der ARD. Natürlich, wir hoffen, dass es immer weitergeht. Ich habe übrigens, falls du selbst noch nicht weißt, am 9.2.2021 beginnt die 7. Staffel dann. Haben wir heute mal nachgefragt. Oh, gut, dann wissen die schon mehr wie ich, da freue ich mich. Ich habe am 2.2. Geburtstag, das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Wunderbar. Super, sehr gut. Jetzt haben wir Anrufer natürlich, wenn du kommst. Ist klar, dass die Leute dann hier klingeln. Und zwar Frau Heinig. Hallo, Frau Heinig. Ja, guten Tag ins Studio. Euch beiden ist doch einfach mal du. Logisch. Ja, also ich hätte gerne mal den Herrn Thorsten Wolf erstmal gefragt, warum er heute nicht sächsisch spricht. Das klingt immer so schön. Ja, also es ist so, wenn Sie heute Abend zu mir ins Theater kommen, wir spielen ja heute Abend im Kabarett Leipzig auf uns, dann erleben Sie mich sächsisch. Ja, das freut mich, aber jetzt hier im Studio reden wir ja in Hochdeutsch, sächsisch. Na, wir können natürlich auch ganz normal reden, das geht auch, aber das ist natürlich dann ein bisschen anstrengend für die Zuschauer, die jetzt sächsisch nicht so können, aber ansonsten sprechen wir natürlich sächsisch auf der Bühne, beziehungsweise in verschiedenen Rollen und ansonsten Hochdeutsch sächsisch. Aber ich finde, ein bisschen klingt es ja schon auch immer durch. Nein, kleinen Slang haben wir natürlich. Was ja super schön ist, ja, ne? Nichts ist langweiliger als so ein Hochdeutsch, wie ich es zum Beispiel sage. Ja. Obwohl, ich sag mal immer, der Slang ist ja das Schöne, dass man es weiß, dass man Sachs ist, obwohl ich immer mal gefragt werde, ob ich hier lebe. Also das gibt es immer noch. Ja, tatsächlich. Ja. Frau Heinig, danke schön für Ihren Anruf. Ja, bitte und bleiben Sie gesund. Jo. Ebenso, danke schön. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Guck mal hier, so, jetzt gehen wir noch, die Conny ist noch dran. Hallo, Conny. Guten Tag, lieber Peter. Guten Tag, Herr Wolf. Ich grüße Sie recht herzlich. Erstmal Kompliment. Ganz tolle Serien, die da gedreht werden. Das ganze Team, tolle Schauspieler. Und jetzt hätte ich ganz gerne mal noch gesagt, Sie haben ja auch den richtigen Namen für diese Zoo-Geschichten, Wolf. Und in der Serie haben wir beide den gleichen Namen, Conny. Also. Ja. Also, jetzt ist meine Frage bitte, haben Sie irgendwie eine Phobie, Spinnen oder vor was haben Sie Angst? Haben Sie ein Lieblingstier? Vor welchen Tieren haben Sie Respekt und haben Sie Tiere zu Hause?
Und irgendwann möchte ich gerne mal den Zoo Leipzig besuchen. Das ist ein ganz toller Zoo. Hoffentlich geht das irgendwann. Bleiben Sie gesund. Sie sind ein toller Schauspieler. Alles Gute für Sie. Danke. Tschüss. Also, es waren jetzt sehr, sehr viele Fragen. Vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Ob ich eine Phobie habe? Ja, genau. Ob du vor irgendwelchen Tieren Angst hast. Also, wenn ich hier so sehe, also ganz ehrlich, da, sieht man das Bild jetzt, wie du da dieses Nilpferd da so. Ja. Ein ganz lieber Freund von mir. Ja, ist schon klar. Aber ich könnte mich da jetzt nicht so daneben stellen. Die sind ja auch nicht nur gut, wenn die mal schlechte Laune haben. Nein. Also, im Grunde genommen hat man immer keine Angst vor Tieren, sondern Respekt. Ja. Man beschäftigt sich mit dem Tier und jedes Tier signalisiert dann ganz genau, ob es mit dir möchte oder nicht. Aber das heißt, du hast da schon eine richtige Sensibilität entwickelt. Ja, natürlich. Ne? Man kann nicht einfach an ein Tier rangehen, wie man das auch nicht mit einem Menschen macht, den man nicht kennt. Einfach rangehen, mit ans Gesicht und den irgendwie anzufassen, sondern man muss sich über die Stimme mit dem Tier verständigen. Und das funktioniert dann auch, weil Stimme ist Stimmung. Und so wie man mit dem Tier spricht, so nimmt es einen auf. Meinst du, wenn jetzt zum Beispiel in Leipziger Zoo plötzlich irgendwie jemand sagt, oh, hier, Dingsbums ist krank, kannst du mal den Conny fragen, ob der mal einspringen kann, könntest du richtig als Tierpfleger arbeiten? Also ich denke mal nicht gleich als Tierpfleger, als Assistent auf jeden Fall. Und ich denke mal, solange wie ich im Zoo schon tätig bin, also wir machen ja jetzt die Serie, dann machen wir auch Sommerkabarett im Leipziger Zoo. Ich kenne ja alle Pfleger sehr gut. Ich denke mal, dass ich mir das zutrauen würde, mitzulaufen, auf jeden Fall. Und was ich Conny noch fragte, hast du irgendwie Angst vor einem Tier, also eine Spinnenphobie oder so? Ich hatte einmal, das kam ja auch schon in den Medien jetzt, wo ich vor kurzem im Riverboat war, es gibt eine einzige Szene, die ich habe mal dubeln lassen. Das war eine Szene mit einem Pavian. Ja. Das hat aber einfach was damit zu tun, dass ich mal so einen Horrorfilm gesehen habe mit Pavian, wo so ein ganzes Ärzteteam ausgerottet wird. Und das ist in meinen Blicken genug gewesen. Er drehte sich rum und sah den Eckzahn. Habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht. Weil ein Tier spürt, wenn du selber Angst hast, kannst du nicht drehen, weil dann die Dominanz beim Tier ist. Aber jetzt haben wir gerade hier im Hintergrund so ein Bild mit einem anderen Affen gesehen. Vielleicht gucken wir das mal an. Kann das grade, Leonard, kannst du noch mal kurz zeigen? Das ist, da was, das ist aber jetzt, das ist jetzt ein... Das ist ein Schimpanse. Schimpanse, genau. Und das ist meine Resa. Nein, obwohl ja viele immer denken, Schimpansen sind so lieb. Ich war ja mal eine Zeit lang in Uganda im Kipale Forest, wo die Schimpansen frei leben. Und wir dürfen nicht vergessen, Schimpansen sind Raubtiere. Und Schimpansen essen auch andere Affen. Das wird immer gern vergessen. Aber hier im Film ist die Resa natürlich eine schöne Episodenrolle. Ja. Aber sie sind trotzdem Raubtiere. Aber die hat sie noch nichts abgebissen. Ja, die guckt doch mal. Wie, man sagt nicht umsonst Affenliebe, wenn man das Foto sieht. Ne? Herrlich. Du hast ja prinzipiäre Standbeine. Du bist unter anderem seit mittlerweile 30 Jahren auch der Chef der Leipziger Funzel, dem berühmten Kabarett. Und ihr spielt ja schon seit Ende Mai wieder. Nicht seit Ende Mai, wir waren das erste Kabarett und das erste Theater in Leipzig, was sich da geöffnet hat, am 23. Mai. Genau. Und seitdem spielen wir regelmäßig in dem Haus. Klein, aber fein ist unser Motto. Wir haben ja die Corona-Problematik. Das Theater ist klein eingerichtet worden mit Stühlen und Tischen und wird jeden Abend so eingerichtet, wie das Publikum kommt. Also wenn Gruppen kommen, wenn Familien kommen, separiert, klein, aber fein. Und wir spielen, das ist das Allerwichtigste. Das ist super und das funktioniert auch. Meine Kollegin Felix Knöfler, die war gestern mal mit dabei und hat sich das mal angeguckt, wie Kabarett in Zeiten von Corona funktionieren kann. Ach Gott, Sie sind ja schon da. Schönen guten Abend, ich bin der Klöhrmann Willi hier vom Kabarett Leipziger Funzel. Ich freue mich, dass die Kollegen vom MDR um 4 schon hier sind. Wir haben es jetzt ja schon 6:45, es geht nämlich gleich los. Der Chef hat sie wieder hintergeschickt. Ne? Wir sind ja ganz froh, dass wir den Chef haben, aber der hat ja immer zu tun, ist auch ein bisschen nervös und macht das und jenes. Aber unterm Strich sehen Sie, es klappt ganz gut. Da hat er recht, der Klöhrmann Willi. Denn Funzel-Impresario Thorsten Wolf hat in diesen wirklich nicht leichten Zeiten alles im Griff. Natürlich mussten auch die Kabarettisten des Leipziger Traditionshauses wegen Corona improvisieren, haben Tische rausgeräumt, ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt und die gastronomische Bewirtung vorerst in den Saal verlegt. So, ja, das ist zum Beispiel eine ganze Gruppe und die Gruppen können zusammensitzen, das ist immer ganz wichtig. Und damit bekommt man natürlich immer mal ein paar Leute mehr rein. Da freuen wir uns immer, wenn jetzt das so langsam beginnt, dass Gruppen ins Theater gehen. Grünes Licht also für die Kleinkunst. Was aber auch bedeutet, dass die Zuschauer vor Vorstellungsbeginn einzeln bzw. gruppen- oder grüppchenweise abgeholt und eingewiesen werden. Das macht heute Schauspielerin Katharina Brey, die eine Stunde später schon wieder auf der Bühne stehen wird. Die Funzel darf seit Ende Mai wieder spielen, hatte aber bereits während der Schließung im März eine tolle Aktion ins Leben gerufen. Wir haben verschiedene Kampagnen gemacht, Sie haben es ja vielleicht schon mal gelesen, mit den Corona-Karten, wo im Grunde genommen Leute bis heute Karten bei uns kaufen können unter der Rubrik Corona. Diese Karten wandern in einen Topf und diese Karten werden dann wiederum von den Helden des Alltags genutzt. Großen Anteil an der Organisation des Ganzen hat Funzel-Urgestein Susanne Exel, die seit 23 Jahren an der Kasse und am Telefon sitzt.
Das war wirklich erstaunlich. Und jetzt im September, wir haben das also so organisiert, dass jetzt ab September praktisch die ganzen Leute zu uns kommen können. Die Pfleger, die Verkäufer von Rewe-Markt, vom Hitmarkt, vom Konsum, die Hauswirtschaftsangestellten, die, sag mal, während der Corona-Zeit den Nachbarn geholfen haben und. Da haben wir unsere Netzwerke wie die Volkssolidarität und. Und für die spielen wir jetzt kostenlos. Bisher sind schon 16.000 Euro zusammengekommen. Dabei muss es aber nicht bleiben. Die Aktion läuft noch bis Dezember. Also wer Interesse hat, Corona-Karten zu kaufen, immer gerne rufen Sie einfach die Funzel an. Sie werden beraten, wir würden uns freuen. Und damit können wir wieder Helden des Alltags einladen. Heute sind 10 Mitarbeiter eines Supermarktes unter den Kabarettgästen. Sie werden, auch das eine schöne Geste des Hauses, vom Chef mit einem Glas Sekt willkommen geheißen. Und natürlich erwarten alle das Gleiche. Dass mein Zwerchfell bitte stimuliert wird, dass ich mal richtig wieder ablachen kann, weil der Alltag ist ja manchmal nicht so zum Lachen. Ne? Und ja, nehmen wir freuen uns drauf. Also wenn das Virus so gefährlich ist, Mensch, da könntest du auch mal den richtigen treffen. Ja, den Trump zum Beispiel. Trump geht nicht, der ist immun, der hat Rinderwahnsinn. Gnadenlos durchgelacht, bis die ganze Bude krank. Also da ist schon wieder richtig Betrieb und du musst auch nach der Sendung direkt wieder hin, weil heute ist natürlich wieder Vorstellung. Heute Abend, ne? Wieder. Ja. Die Funzel spielt im Grunde genommen immer Dienstag bis Samstag, ja. Jeden Tag, 20 Uhr. Ja, und wir freuen uns um jeden Gast, der heute kommt. Ne? Also man muss grundsätzlich sagen, der Kulturbranche geht es schlecht, sie liegt am Boden, es wird demonstriert. Aber das ist mein positives Beispiel, euch geht es relativ gut, bei euch läuft. Also, ne? Man muss noch mal wirklich sagen, dass jetzt eine Zeit angebrochen ist, wo die Kultur im Grunde genommen, die ein Haus besitzen, Theater wieder spielen können. Wenn man sich heute den Spielplan in Leipzig anschaut, was alles wieder geöffnet ist, wie viel Kultur in Leipzig jetzt wieder zu besuchen ist, da kann man einfach nur Danke sagen, auch der Stadt Leipzig, die im runden Tisch mit uns eine ganze Zeit lang überlegt hat, wie kriegen wir die Häuser wieder auf, über die Förderprogramme von Sachsen, wo man sagt, Neustadt Kultur unterstützt die Privattheater. Das hilft natürlich alles, diese Gemeinsamkeit, diese Stadt Leipzig wieder bunt zu machen, wieder kulturell interessant zu machen und natürlich, dass der Tagestourist nach Leipzig kommt, von dem wir alle leben. Also da kann man froh sein, dass wir Leipzig haben, diese Stadt und das Land Sachsen, weil wir natürlich als Bundesland viel mehr Möglichkeiten jetzt haben, wieder alles zu öffnen. Das ist ja die Perspektive, aus der du das natürlich siehst als Intendant, als Direktor dieses Hauses. Du hast natürlich auch Einblick auf die andere Seite. Wie geht's den Künstlern? Wie ist da dein Eindruck? Wir haben ja im Grunde genommen unser Ensemble, wo wir miteinander gesprochen haben. Ja. Die Künstler sind ja immer noch auf der Bühne. Wir machen Ideenkonzepte. Wie werden wir die schwere Zeit überstehen? Dafür gibt es natürlich auch wieder Unternehmen, die uns unterstützen. Mhm. Wie die Volkssolidarität, wie Frau Eck gesagt, die Kontakt oder Haribrot, was Unternehmen sind, die jahrelang mit der Funzel befreundet sind, die helfen uns auch wieder. Und damit beginnt irgendwo eine Symbiose zwischen helfen und agieren. Und wir möchten nicht stehen bleiben. Wir werden immer weitergehen, immer wieder die Theater öffnen, neue Konzepte machen, auch Gastspiele wieder ins Haus holen, ja. Dass dieses Haus einfach lebt. Das ist unsere Aufgabe. Und damit leben natürlich auch die Künstler, die dort arbeiten. 30 Jahre bist du jetzt dort schon, da gibt es die Funzel, vor 30 Jahren ja. Hast du die gemeinsam mit deinem Bruder gegründet. Mhm. Gefeiert wird dann irgendwann sicherlich, wenn es mal wieder ein bisschen, ja... Also wir feiern eigentlich seit dem 23. Mai, dass wir das große Glück haben zu öffnen. Unser Haus lebt, unser Haus ist offen, wir spielen jeden Abend. Ja. Das ist für uns, wo wir das große Glück haben als Ensemble der Leipziger Funzel und Team der Leipziger Funzel, dass wir wieder offen haben. Das ist eigentlich unsere Feierstunde von Anfang an. In diesem Jahr wird ja dann auch nochmal irgendwann die deutsche Einheit gefeiert, 30 Jahre lang. Aber ich finde, das ist mal ein ganz guter Zeitpunkt, eine gute Gelegenheit, um vielleicht mal gemeinsam so ein bisschen auch in Erinnerungen zu schwelgen. Du kannst ja wahnsinnig viel zu erzählen, ja. Du hast schon viel erlebt. Ich will dir jetzt einmal was zeigen, ein Foto. Mal gucken, ob das bei dir ganz persönliche Erinnerungen weckt. Ein Foto, weißt du, was das ist? Kannst du mal sehen? Da kannst du vielleicht mal gucken. Ein Stein. Und sagt dir dieser Stein was? Ja, der Stein sagt mir was. Und zwar ist das mein Geburtshaus, das ist die Mathildenstraße 6, der Findling. Ist das richtig? Ganz genau, das stimmt. Und zwar wohnt nämlich ein Kollege von mir, der Philipp, der wohnt in diesem Haus und erinnert sich daran, dass du ankamst und sagst, Mensch, da habe ich immer so drauf gestanden und über den Zaun geguckt. Genau. Und der muss stehen bleiben, der Stein. Genau, dort habe ich meine ersten 6 Lebensjahre vollbracht, in der Mathildenstraße 6. Ja. Und das Stein ist immer noch da. Ist doch schön, dass er noch da ist, oder? Ist toll, ja. Ich habe noch ein Erinnerungsstück.
Mal gucken, ob du dich daran erinnerst, womit das zu tun hat. Ich hol das mal eben. So, schau mal hier. Man hat mir gesagt, ich muss ganz vorsichtig sein, damit das Ding hier nicht abschmiert. Ach, das ist eine K104. Ach, siehst du, weißt du, so vorher, da musst du gar nicht lange gucken, ne? Naja, also ich bin ja nun ein Kind des Ostens, ne? Und man hat mir was verraten. Es gibt eine Geschichte zu dieser K104. Aha. Und zwar, man hat mir gesagt, vielleicht stimmt das auch nicht, dass das erste Westgeld, was du bekommen hast, die erste D-Mark, hast du in genau diese Kaffeemaschine investiert. Ja, stimmt das? Genau, weil die K104 war für uns im Osten immer die Kaffeemaschine überhaupt. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, die mal zu bekommen, war für mich das erste Kaufsignal, die zu haben. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Und war der Kaffee so lecker, wie du ihn dir vorgestellt hast? Ja, natürlich, damals? Die ist auch voll funktionstüchtig. Ja. Das heißt ja nicht, dass die K104 heute nicht benutzt wird. Sie gibt es noch kaum noch. Ja. Aber die wird genau noch so einen guten Kaffee machen wie früher. Hast du deine noch? Ich habe noch, nee, die habe ich nicht mehr. Hast du nicht mehr? Nein. Möchtest du die hier haben? Ja, doch, natürlich nehme ich die gerne. Wissen Sie, wo ich die reinstelle? Die stelle ich bei mir ins Büro. Und immer wer bei mir ins Büro kommt, wird sich auf die K104 mit der heutigen Sendung, kann man das wunderbar schöne verbinden. Aber ich sag mal so, ein ganz kleines bisschen musst du sie dir noch verdienen, weil wir haben eine kleine Aktion vorbereitet. Och, komm doch bitte mal mit rüber. Dass man beim MDR sich immer alles verdienen muss. Nein, du kriegst sie auf jeden Fall mit. Aber wir wollen auf jeden Fall das zum Anlass nehmen. Vielleicht stellst du dich bitte mal auf die Seite. Und zwar... also diese Kaffeemaschine hat eine besondere Rolle für dich gespielt. Die war so ein bisschen so ein Sehnsuchts, sag ich mal, Objekt, was man haben wollte, ne? Ja. Offensichtlich. Wir haben uns mal gedacht, Mensch, in den letzten 30 Jahren gab es ja eine ganze Menge auch so technische Dinge, die plötzlich so plötzlich in Mode waren, du dann plötzlich jeder haben wollte, vielleicht ähnlich wie bei dir diese Kaffeemaschine. Und vielleicht macht es mal Spaß, mal zu gucken, ob wir das selbst zeitlich noch so zuordnen können, wann welches Objekt so das Licht der Welt erblickt hat. Mal gucken, ob Sie, liebe Zuschauer, ob der Thorsten da eine ungefähre Vorstellung haben, man vertut sich da schnell. Zum Beispiel, wir fangen mal an. Wir haben hier mal diese sechs Jahreszeiten. Ja, genau. Und ich habe hier sechs Objekte. Mal gucken, ob du es schaffst, diese Objekte in das Jahr ihrer Entstehung zu sortieren. Wir fangen mal an hier mit dem Roboterstaubsauger. Der ist relativ spät gekommen, 2004. Kannst du einfach mal da dran pappen? Den habe ich mir jetzt gerade zugelegt. Tatsächlich? Ideales Objekt für Bodenpflege. Okay. Wunderbar. Dann haben wir hier, guck mal. Kennen Sie das noch, liebe Zuschauer? Das ist ein Tamagotchi. Ja, das musste man damals unbedingt haben. Da hat man dann, das musste man füttern. 2001 war das, denke ich mal, so ganz zum... Ich hoffe es. Also man kann sich auch, könnte 98 sein, aber... Kannst du vielleicht gleich nochmal sortieren, wenn du willst. Das ist hier der Flachbildschirm. Mittlerweile gibt es ja quasi nur noch solche. Nur noch weniger haben so einen Röhrenfernseher. Den würde ich auf 2 setzen. 2002, okay. Die Blu-ray, das ist im Prinzip... Die gab es schon relativ auf 98. Hier, ich habe es hier mal 2000, also 98. Hier das GPS-System. Ja, das wird schon auf 97 setzen. Ja. Ein ganz altes noch, ne? Jawohl. Und guck mal hier, Facebook. Und während du das, ich mache mir die Lösung hier nämlich hinten stehen. Ich hoffe es mal. Bleib da, wo du bist. So, genau. Und zwar, jetzt gucken wir mal, ob das einigermaßen richtig sortiert ist. 1901. Bitte was? Also willst du noch ein bisschen sortieren? Also ist alles falsch, dann machen wir es noch nicht. Es ist nicht ganz richtig, sag ich mal. Also nicht ganz richtig. Aber jetzt, wo du so die anderen auch kennst, fällt es dir vielleicht einfach zu sortieren. Dann kannst auch schieben. Ja. Mach ich das vielleicht noch. Okay. Aber Facebook war, das war doch eigentlich relativ flott. So, wir können ja noch mal das und das noch mal schieben. Also, Okay. Also jetzt lassen wir es so. Also wir fangen mal an. 1991, das GPS-Navigationssystem, das ist richtig. Das ist tatsächlich schon so lange gibt. Das erste war, glaube ich, 1991 in einem Toyota, inklusive Farbmonitor. 1997 war tatsächlich Tamagotchi. Ja, da ging es um ein Jahr, ne? Dann war es so bestimmt. Nee, tatsächlich kommt zu 1998 der Flachbildfernseher. Oh, sag mal hier. Ja, wir sortieren das gleich mal. Ja. Dann kam der Staubsauger-Roboter, den gibt es nämlich tatsächlich auch schon. Ich weiß nicht, dass ich nämlich auch damals schon einen hatte. 2001. Meiner war damals aber noch nicht so gut wie deiner, offensichtlich. Aha. Und wir schieben das gleich mal alles so richtig, so dass wir wissen. Und die Blu-ray-Disc kam 2002. Und Facebook dann 2004. So spät. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, ne? Nee, wie man sich vertut. Wie weit dann die Zeit doch schon weit ist. Na, einen Punkt hatte ich ja schon mal. Aber, okay. Ja, aber ganz ehrlich, als ich mir das mal so vorher auch mal so durchgespielt habe für mich, ich habe da nicht ein richtiges gehabt. Ja, schwierig. Weil das ist schon, man vertut sich total. Viele Dinge sind jetzt auch gut völlig normal geworden. Tamagotchis gibt es im Prinzip nicht mehr in dem Fall, ne? Naja, es ist fast 30 Jahre sind das hier bestückt und das ist so viel Zeit, da Wahnsinn, ist das alles schon so Normalität. Wir setzen uns wieder. Also, viel Spaß mit deiner Kaffeemaschine. Ja, trotzdem habe ich sie ja gewonnen. Wunderbar, da bedanke ich mich. Die kommt bei mir ins Büro. Wunderbar.
Wie geht's für dich jetzt weiter? Also heute gehst du wieder zurück in die Funzel? Ja, wir sind fleißig dabei. Wir spielen, die Leipziger Funzel hat ja neun verschiedene Programme. Wir haben jede Woche Probe. Ich guck gerade mal, Entschuldigung, ich habe mir den Namen vom Programm aufgeschrieben, aber ich finde ihn jetzt gerade nicht. Wer zuerst lacht, lacht am längsten. Genau. Läuft heute Abend und ab nächste Woche Lachen, bis der Arzt kommt. Dann haben wir auch Gastspiele bei uns. Herr Trichan kommt von aller Freundschaft. Aha. Der ist am 23. September bei uns unter Funzel. Also, wenn es interessiert, einfach mal auf die Seite gucken, kabarett-leipziger-funzel.de. Und da sieht man den ganzen Spielplan. Bis Dezember sind wir komplett bestückt. Und wir wissen ja, ab Februar geht es wieder los, dann mit Tierärztin Dr. Mertens. Genau. Wie wirst du eigentlich auf der Straße angesprochen, wenn sich die Leute mal erkennen? Ja, viele denken immer, ich komme aus dem Leipziger Zoo und bin wirklich ein Tierpfleger, weil die immer denken, Elefant, Tiger und Co. ist einer davon weggenommen worden und in die Serie gesteckt. Und die muss ich dann immer erklären, dass ich ein Schauspieler bin und halt im Kabaretttheater Leipziger Funzel arbeite. Aber ich weiß, dass du wahnsinnig viele Fans hast, weil die Serie ja seit vielen Jahren extrem erfolgreich läuft. Wir drücken die Daumen, dass es auch weiterhin auf so jeden ist. Ja, vielen Dank, Thorsten, für deinen Besuch. War wieder sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich, alles Gute für dich und deine Mannschaft. Und